Seit der ersten Stunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es ein Bedürfnis, den Organisatoren der Mephisto Amadeus Horse Indoors auch den Nachwuchs zu fördern. Ein fixer Bestandteil ist natürlich die Iris Borsche CDU 25 Tour, wo wir heute ein fulminantes Finale bei der Kür erleben durften mit einem rot-weiß-roten Sieg. Und das freut uns besonders, konnte Dimna Zach die Halle als Siegerin verlassen. Dimna, Gratulation. Altbewährt, aber immer noch rüstig, wie wir gesehen haben bei der Siegerehrung. Der Quantico hat heute wieder alles richtig gemacht. Heute hat er absolut alles richtig gemacht. Er ist reingekommen, hat für mich gekämpft und hat alles gegeben. Die stärkste Konkurrenz kam ja mitunter auch aus dem eigenen Land. Diana Borsche, die Nummer 1 der Welt. Heute hast du sie alle hinten gelassen, unter Anführungszeichen gesagt mit dem Ersatzpferd. Ja, also es ist unglaublich. Ich kann es gar nicht glauben, dass er so viel für mich gekämpft hat und hier zu gewinnen ist für mich wirklich sehr viel. Jetzt bist du eine aufstrebende junge Nachwuchsreiterin in unseren Gefilden, auch im CDI Vierstein mit Simple Red hoch erfolgreich heute schon unterwegs gewesen. Was gibt dir oder was zeichnet die Mephisto Amadeus Horse Indoors für dich persönlich aus? Für mich persönlich zeichnet es aus, in so einer immensen Halle zu reiten mit so einem Publikum und der Kulisse und den Lichtern. Es ist einfach unglaublich toll, mit zwei Pferden hier starten zu dürfen. Jetzt blicken wir ein wenig weiter, nicht nur nach Weihnachten und zum Jahreswechsel, sondern wir blicken Ende August, Anfang September 2017 wiederum unter dem Flaggschiff der Horse Deluxe Event GmbH die Europameisterschaften U25 in Lamprechtshausen. Liebäugelt Dimna Zach eventuell mit einer Entsendung? Ja, also ich hoffe schon, dass ich für Österreich an den Start gehen darf. Es würde mich wahnsinnig freuen, wieder an der Euro U25 teilnehmen zu dürfen. Im eigenen Land der Druck dann besonders hoch? Nein, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich einfach mitreiten darf und wenn ich ins Finale kommen würde. Das wäre für mich sehr toll. Wir halten dir jetzt schon die Daumen, wünschen dir ein schönes und geruhsames Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und toi 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 für deine Zukunft. Vielen Dank.